die Tür! Bailey? Schneller ging's nicht, Shepard. Anscheinend haben Sie bereits alles im Griff. Etwas stimmt nicht. Sie sagten, Cerberus sei hinter uns her. Wo sind Ihre Soldaten? Cerberus war hier. Aber sie sind in die Keeper-Tunnel geflohen, als sie gemerkt haben, dass wir kommen. Tut mir leid, Ratsherrin. Ganz offen, Shepard hat sie gerade alle gerettet. Jetzt haben Sie mein Leben schon zweimal gerettet, Shepard. Ich stehe persönlich und im Namen von Pelevan in Ihrer Schuld. Mann. Udina hat also wirklich mit Cerberus unter einer Decke gesteckt. Ich muss sagen, das vergesse ich auch jedes Mal, wenn ich das spiele, dass das tatsächlich so ist. Schon irgendwie komisch, ne? Also man will es ja eigentlich nicht glauben, bis es dann am Ende ganz offenbar doch so ist. Und Ashley musste jetzt zeigen, ob sie uns wirklich vertraut oder nicht. Und ich frage mich ganz ehrlich, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe es eigentlich schon mal gemacht, aber ich kann es euch nicht mehr sagen, ob man dasselbe Resultat erzielt, wenn man sich entscheidet, den Rat zu opfern am Ende des ersten Teils, weil die Asari-Ratsherrin ja gesagt hat, wir haben schon einmal Shepard misstraut und es ist schiefgegangen. Ich weiß nicht, ob das auch so endet, wenn ein neuer Rat sozusagen hier herumläuft. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kann es nicht schaden, dass die Ratsherren alle in unserer Schuld gestanden haben. Jetzt auf jeden Fall, jetzt stehen sie ja noch ein zweites Mal in unserer Schuld. Sollten wir eigentlich hoffen, dass der Rat jetzt so langsam mal auf unserer Seite steht? Sie schulden mir gar nichts. In Zeiten wie diesen müssen wir zusammenhalten. Commander, haben Sie eine Ahnung, was der Unbekannte damit bezweckt hat? Nein, weiß ich nicht. Aber ich finde es raus. So, die wichtigsten Personen sind evakuiert und jetzt müssen wir einen Tunnel und 1 Million anderer Orte sichern. Bewegung! Es verlief nicht nach Plan. Der Rat kontrolliert die Citadel noch und Udina ist tot. Udina war entbehrlich. Und was jetzt? Es laufen schon andere Pläne. Ich informiere Sie bei Ihrer Rückkehr. Es überrascht mich, dass Shepard die Oberhand behalten hat. Kommt nicht wieder vor. Mal sehen. Wir haben jeden Zentimeter dieser Tunnel durchsucht, Shepard. Ihr Cerberus-Kumpel ist nur Schall und Rauch. Ich könnte mir vorstellen, dass Udina vielleicht deshalb darauf mit eingestiegen ist, weil er die Chance gesehen hat, dass die Menschen... die dominierende Spezies werden. Ich meine, der Augenblick ist eigentlich unglaublich, unsagbar dämlich, das jetzt gerade, wenn die Reaper angreifen, zu machen. Aber letztendlich war es immer Udinas Ziel, die Menschheit so stark wie möglich im Rat vertreten zu machen. Und wahrscheinlich hat der Unbekannte diese Schwäche ausgenutzt, um Udina auf seine Seite zu ziehen. Zumindest könnte ich es mir so vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob das genau aufgeklärt wird, was die Beweggründe von Udina waren. Ich kann mich zumindest nicht mehr dran erinnern, aber das wäre jetzt zumindest naheliegend für mich. Er kämpft gerne. Wir sehen ihn wieder. Verzeihung, aber ermuntern tut mich das nicht. Wir können ihn nicht mal identifizieren. Er hat eine VI ins Citadel-System eingespeist, die alle Aufnahmen von ihm löscht. Er hat wohl nicht darauf vertraut, dass Udinas Plan aufgeht. Übrigens, ihr Freund Fane ist im Huerta-Krankenhaus und muss operiert werden. Es gibt wohl, Komplikationen. Ich hab's bald befürchtet. Wird er es denn schaffen? Sie haben anscheinend auf das Citadel nicht viel Drellblut. Ich habe seinen Sohn Kolyat verständigt. Die Blutgruppe passt, aber ich weiß nicht, ob er rechtzeitig da war. Der Weg zum Krankenhaus dürfte sicher vor Cerberus sein. Wenn Sie ihn sehen wollen, dann besser jetzt. Na dann schnell hin. Bin unterwegs. Oh, und der salarianische Ratsherr sagt, er sei ein Held. Naja, vielleicht macht es das leichter für ihn. Weiß ich nicht, ob ihm das so viel bringt. Okay, damit sind wir jetzt also wieder auf der Citadel und können sie wieder frei betreten. Ich dachte, wir werden jetzt direkt zum Krankenhaus gebracht, aber offenbar doch nicht. Gut.
Also weiß ich nicht, ob das gut ist. Zumindest haben wir es geschafft, die Ordnung wiederherzustellen. Tja, hier drüben ist jetzt zu, denn Udina ist nicht mehr. So, wir schauen mal ganz kurz im Spectre-Büro vorbei. Ob es irgendwas Neues für uns gibt, denn es ist ja schon eine Weile her, seit wir das letzte Mal hier waren. Okay, Citadel-Einreisegenehmigung. Ausbilder der Grissom-Akademie haben um Räume auf der Citadel gebeten, um dort junge Studenten zu trainieren, die dem Angriff auf die Schule entkommen sind, sich aber noch nicht den Älteren im Kampf anschließen können. Die Citadel-Behörden würden dem Ersuchen nachkommen, wenn der Inspektor sich dafür ausspricht. Natürlich! Machen wir sofort! So ein Gelaber hier, so viel Gelaber, das ist ja Wahnsinn. Okay, damit wurde die Citadel-Verteidigungsstreitmacht aktualisiert. Und wir werden uns mal ein bisschen umschauen. Jetzt können wir uns ja endlich hier frei bewegen. Mal sehen, was sich so alles ergibt, was wir alles machen können. Ich bin gerade in den aktiven Dienst zurückgeschickt. Und für mich soll es auch bald losgehen. Man hat mir gesagt, Sie könnten mir vielleicht helfen. Natürlich. Sie sind Niutas Partnerin, richtig? Ja. Woher wissen Sie das? Wir haben Informationen über die Identität aller permanenten Bewohner der Citadel, die eine offizielle Verbindung mit Asari unterhalten. Sollte jemand diplomatische Unterstützung benötigen, können wir schnell Hilfe leisten. Arbeitet ihr für Facebook? Dann können Sie mir auch dabei helfen, meine Tochter zur Familie meiner Frau zurückzuschicken? Ich fürchte, das könnte sich als schwierig erweisen. Arbeitet ihr zufällig für Facebook? Kann das sein? Wenn ihr Daten von jedem hier habt? Ja, ist schon so ein bisschen orwellianisch, ne? Naja, gut, was soll's. Stasi lässt grüßen. Oh, die alte Frau hier ist weg. Na sowas. Also wir sehen, es verändert sich ein bisschen. Die Schlangen ändern sich, die Leute an den Schaltern ändern sich. Wo haben sie angegriffen? Verdammt. Wie sollen wir die Schritte eines Feindes vorhersagen, den wir nicht verstehen? Umleiten zu... Oh, Mist. Haben wir irgendwelche KI-aktivierten Fragmente der Sovereign? Reaper-Code, den ich analysieren könnte? Nicht? Na gut, dann manövrieren sie unsere Flotte eben weiterhin aus und stecken die nächsten Asari-Welten in Brand. Müssen wir mal schauen, vielleicht können wir da auch wieder als Spectre was machen. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich schaue noch mal ganz kurz. Ich könnte mir vorstellen, dass das was ist, was wir nicht finden müssen, sondern was vielleicht Spectre-Angelegenheit ist. Dass es einfach nur freigegeben werden muss. Spectre-Status erkannt. Denn sie hat ja direkt angesprochen, die Fragmente der Citadel, der Sovereign. Nee, doch nicht, okay. Hätte ja sein können. Gut, dann müssen wir mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich für den Volus da drüben den Sammelgegenstand geholt habe. Müssen wir mal schauen. Könnte sein, muss aber nicht. Auf jeden Fall steht jemand Neues am Fenster. Und die, die am Fenster stehen, die haben doch meistens irgendwas zu sagen, oder? Hast du was? Nee, okay. Was denn hier für ein Gedränge? Man weiß es nicht. Nein, offenbar haben wir das für den Volus noch nicht gesammelt. Was siehst du mal? Die Qualle hier drüben ist raus. Das war tatsächlich der, den wir mit Kasumi gejagt haben. Okay. Schauen wir uns mal um. Ich würde sagen, wir gehen zunächst einmal ins Präsidiumsunterhaus. Ne, wir gehen erstmal ins Krankenhaus. Das ist schon okay. Schauen wir erstmal im Krankenhaus vorbei. Und schauen, wie es Thane geht. Ankunft beim Huerta-Krankenhaus. Nein, hier ist es genauso. Medigel und synthetisches Blut gehen zu Neige. Und wir haben nicht genügend Freiwillige. Wenn wir die Ringe von Aluna aus dem Silian-Nebel hätten, könnten wir eine Kulturkrise verkünden. Dann muss man uns zuhören. Das sind nicht bloß die Ringe. Die verehrte Asari Alune trug diese Ringe, nachdem Ephaim selbst sie die Medizin gelehrt hatte. Sie war so etwas wie eine Dalatras bei ihrem Volk. Könnten wir ihre Ringe präsentieren, bekämen wir in den Krankenhäusern mehr Unterstützung von den Asari. Okay. Traurig, dass man erst sowas braucht, um die Unterstützung zu kriegen. Und wir sehen, die Lage ist schon ein ganzes Stück schlimmer als damals, als wir zum ersten Mal hier waren. Die hier drüben sieht schon ziemlich tot aus, kann das sein? Also mittlerweile müssen die Leute schon auf den Gängen untergebracht werden, weil man einfach keinen Platz mehr hat, sie in den Zimmern zu behandeln. Das ist schon übel. So, wir hauen schon mal hier drüben wieder rein. Wir sind auf dieser kleinen Farm, haben ein paar feindliche Kundschafter getötet und alles ist ruhig. Das Shuttle wird zur Unterstützung wegbeordert, also muss ich die Nacht dort verbringen. Die Menschen machen mir Abendessen und führen mich herum.
Eine von ihnen. Ein kleines Bauernmädchen mit Sommersprossen, vielleicht 15. Sie will alles über das Leben als Elitesoldatin wissen. Sie waren wahrscheinlich das Spannendste, was je auf ihrer Farm gelandet ist. Ja. Sie sagt, sie will Pilotin werden. Und ich sage, dass das Leben auf einem Schiff ziemlich schmutzig ist. Und dann fragt sie, ob ich ihre Dusche benutzen möchte. Laut meinen Unterlagen waren sie zu dem Zeitpunkt seit über 3 Wochen ununterbrochen im Einsatz und hatten vermutlich in der ganzen Zeit keine Gelegenheit, sich zu waschen. Das trifft's ziemlich genau. Klingt lecker. Wird schön krustig gewesen sein. Mensch, Dr. Michael, willst du denn die ganze Zeit rumstehen? Willst du nichts tun gegen diese... Okay. Gegen diese... Unordnung hier. Willst du nicht mitmachen und mitheilen? Okay, wir schauen mal kurz, ob es hier drüben noch was gibt. Nee. Nichts außer Tod und Verderben. Die sitzt einfach nur rum. Ja, okay. Hätte sein können, dass sie irgendwas hat. Okay, ansonsten gibt es hier nichts mehr. Hier gibt es nur die Medigel-Vorräte. Okay, dann schauen wir mal hier drüben nach. Ich weiß halt nicht, ich glaube, für irgendjemanden hier haben wir was gesammelt. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Schauen wir mal hier rein. Es muss doch irgendwie... Keine Ahnung, was Cerberus da gemacht hat, aber wir werden diese Patientin verlieren. Ohne einen neuen Behandlungsplan geht's nicht weiter. Und mir fällt nichts ein, das wir nicht bereits versucht hätten. Ich weiß, aber mir fällt nichts anderes ein. Und Ihnen? Okay, neue Mission. Schauen wir nochmal hier drüben mit rein. Aber nichts, was wir irgendwie abgeben könnten oder so. Es kann auch sein, dass die immer schon automatisch dann erfüllt werden, die Aufträge, wenn wir die Sachen finden. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Wenn, dann ist es nicht bei allen so. Denn manche muss man auf jeden Fall abgeben. Ich verstehe ja, dass auf Pelerin Chaos herrscht, aber es geht um einen ihrer eigenen Generäle. Er wurde bei dem Angriff auf die Citadel von einem Cerberus-Soldaten mit einer vergifteten Klinge verletzt. Und wir können das Toxin nicht identifizieren. Momentan halten wir ihn gerade so am Leben. Es muss irgendein Nervengift sein. Wenn Sie sich mal unsere Daten ansehen würden. Natürlich. Ich verstehe. Auch ein General ist nur ein Mann. Viel Glück. Mann, Mann, Mann. Viele neue Missionen. Cerberus hat hier echt für Chaos gesorgt. Wer sind wir denn, dass wir entscheiden, wer lebt und wer stirbt? Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir helfen Patienten. Und zwar allen. Das ist zwar ehrbar, hilft uns aber nicht, wenn uns die Vorräte ausgehen. Ich habe das im Kampf schon hautnah miterlebt. Und die Vorräte werden uns ausgehen. Haben Sie die Prognosen der Verwaltung schon gesehen? Ja, die Lage wird sich verschlimmern. Worauf wollen Sie hinaus? Wir können die Fakten nicht leugnen. Wenn wir Prioritäten setzen, haben einige unserer Patienten eine erheblich bessere Überlebenschance. Wenn wir die zuerst versorgen und unsere Vorräte rationieren, können wir jetzt einige retten und bleiben in der Lage, später noch mehr zu retten. Das können wir nicht tun. Wir haben einen Eid geschworen, den Kranken zu helfen, ungeachtet ihrer finanziellen Situation oder ihrer Position in der Gesellschaft. Wer sind wir denn, dass wir entscheiden, wer lebt und wer stirbt? Das ist nicht... Jeder muss in Kriegszeiten Opfer bringen. Auf Sie kommt das früher oder später auch zu. Das ist mir klar. Aber deshalb werde ich nicht meinen Eid oder meine Patienten verraten. So einfach ist das nicht. Wenn wir jetzt nicht vorsichtig vorgehen, verlieren wir am Ende alle. Dann finden wir schon eine Lösung. Hören Sie, wir haben doch auch Patienten, die... Sagen wir, mehr Glück hatten, richtig? Ja. Und ich sage es nur ungern, aber die mit mehr Glück haben weitaus bessere Überlebenschancen. Und mehr Credits. Also bitten wir sie um Spenden, um mehr Vorräte zu beschaffen. Für diejenigen ohne Credits. Was? Sie wollen doch damit nicht etwa sagen, das ist... Wissen Sie, das könnte sogar funktionieren? Nicht gerade menschlich, ich weiß, aber ich habe mich dafür entschieden, weil es... Bei allem Idealismus, den man an den Tag legt, wenn man im Krieg ist, dann muss man leider den Fakten ins Auge sehen und dann muss man auch ein bisschen realistisch dabei sich das Ganze anschauen. Und es ist nun mal leider so, auch wenn das traurig ist, aber man muss leider, wenn die Vorräte langsam knapp werden und sie werden auf der Citadel knapp werden, ich meine, schauen wir uns hier mal um, die können noch gar nicht genug Vorräte für die Behandlung von allen haben. Dann muss man leider Prioritäten treffen und dann müssen kleinere Verletzungen außen vor bleiben. Das ist nun mal leider so und hat jetzt nichts mit Gut und Böse unbedingt zu tun, sondern es ist einfach, wenn man jetzt jeden heilt, dann hat man später gar nichts mehr und ist dann völlig machtlos.
Von daher ist es besser, schon im Voraus, wenn abzusehen ist, dass es darauf hinsteuert, die Vorräte zu rationieren. Oder es halt zu machen, wie er es vorgeschlagen hat. Es ist vielleicht auch nicht die feine Art, aber im Krieg, wie er gesagt hat, wie Shepard gesagt hat, müssen alle irgendwie Opfer bringen. Kann ich helfen? Ich suche einen Drell namens Thane Krios. Wir haben einen Drell, aber der heißt anders. Er wurde verletzt. Stichwunde. Er ist häufig hier Patient. Schon gut, schon gut. Ich verstehe. Die Ärzte konnten die Wunde schließen und versorgen. Allerdings, Mr. Krios hat das Kepral-Syndrom im Endstadium. Das Kepral-Syndrom verhindert, dass sein Blut Sauerstoff transportiert. Und er hat viel davon verloren. Er hat zwar Transfusionen bekommen, aber der Vorrat an Drell-Blut auf der Citadel war ehrlich gesagt sehr begrenzt. Ist nicht verwunderlich, denn die Drell sind nun mal bloß eine sehr kleine Randspezies. Und das klingt ganz und gar nicht gut für Thane. Ich besorge mehr. Welche Blutgruppe? Das wird nicht funktionieren. Nur ein anderer Drell auf der Station passt. Und der ist gerade bei ihm. Wir haben bei der Operation alles getan, aber sein Körper kann verlorenes Blut nicht ersetzen. Der Schock war zu groß. Sein Sohn Kolyat. Er ist bei ihm und nimmt Abschied. Das sollten Sie auch tun. Nicht jeder kann durchkommen. Leider. Commander Shepard. Mein Vater sagte, dass Sie nicht mehr in Haft sind. Erinnern Sie sich an mich? Ich bin Kolyat Krios. Ich wollte Blut spenden und... naja... ich sollte ihm die Sauerstoffmaske abnehmen, damit er es bequem hat. Es dauert wohl nicht mehr lange. Oh Mann. Tja. Auch von unseren engeren Vertrauten schafft es nun mal leider nicht jeder. Und man muss sagen, Thane hat ein erfülltes Leben gehabt und er ist ja mit sich im Reinen gewesen und hat jeden Tag erst ein Geschenk gesehen. Jetzt am Ende hat er sogar noch mal eine Heldentat vollbracht, obwohl er das eigentlich nicht wollte. Und ich finde, besser kann man eigentlich bald gar nicht abtreten, oder? Auch wenn es traurig ist, aber er hat sogar noch die Chance, jetzt bei seinem Sohn zu sein und richtig Abschied zu nehmen. Das ist doch was. Ihr Vater hat mit mir viele Leben gerettet. Ich würde gern bleiben. Natürlich. Ich fürchte, ich schließe mich Ihnen nicht mehr an. Sie haben mehr als genug getan, Thane. Dieser Attentäter sollte sich schämen. Ein todkranker Drell hat ihn daran gehindert, sein Ziel zu erreichen. Ich lasse es verbreiten. Etwas muss ich noch tun, bevor es schlimmer wird. Ich muss... Kalahira, Herrin der unergründlichen Tiefen, vergib mir. Kalahira, deren Wellen Stein und Sand abtragen. Kalahira, spüle die Sünden von ihm ab und bringe ihn zur Küste des unendlichen Geistes. Kolyat, du sprichst wie die Priester. Du hast Zeit unter ihnen verbracht. Ich habe ein Gebetbuch dabei. Commander, schließen Sie sich an. Na klar. Kalahira, dieses Herz ist rein, aber befallen von Bösartigkeit und Konflikten. Führe es an den Ort, wo Reisende nie ermüden, Liebende nie weggehen, Hungernde nie hungern. Führe ihn, Kalahira, und er wird dir ein Begleiter sein, wie er mir einer war. Etwas verstehe ich nicht. Seine letzten Augenblicke waren die eines Helden. Warum ein Gebet um Erlösung? Das Gebet war nicht für ihn. Er hat bereits um Vergebung für die Leben gebeten, die er genommen hat.
Sein Wunsch galt ihnen. Leb wohl, Thane. Du wirst nicht lang allein sein. Ein gutes Ende. Nach dem Erhalt eines Heilmittels für die Genophage haben... Und damit ist einer unserer treuesten Begleiter, finde ich zumindest, also einer der engsten Freunde, weil er eben nicht viele andere Freunde auch hatte, ne? Und Shepard wirklich als Gefährten lieb gewonnen hatte, von uns gegangen. Auf eine gute Art und Weise, wie ich finde. Hab ja schon erklärt, wieso. Ich denke, das ist für ihn passender als ein Ende hier auf der Station, bei dem er langsam dahin siecht und dann irgendwann mal aufhört zu atmen. Ich glaube, so passt es einfach besser.